So, hallo und herzlich willkommen. Heute mal wieder eine kleine Einleitung. Also, bin immer wieder erstaunt, wie viel Spaß mir das macht, mit euch das zusammen zu machen. Ich bin auch wirklich beeindruckt von den vielen Leuten, die dies hier mitmachen und die tollen Kommentare. Auch vielen Dank, dass ihr das bei YouTube macht. Das ist wirklich, bin ganz gerührt. Und auch ziemlich beeindruckt. Entweder erzähle ich die Fälle sehr gut oder ihr seid alle wahnsinnig gute Homöopathen, weil sehr viele kommen auch genau auf die Arznei, die ich gegeben habe. Vielleicht aber an der Stelle einmal zum Sagen, dass wir natürlich alle nicht wissen, wie deine Arznei gewirkt hätte, falls du was anderes gegeben hättest. Habe ich da jetzt auch gar nicht den Anspruch drauf, dass das jetzt das richtige Mittel ist oder ob es nicht vielleicht sogar ein besseres gegeben hätte. Und ihr habt ja den Patient auch nicht gesehen. Ne? Das ist natürlich auch ein Riesenunterschied. So gesehen bitte keiner denken, oh, ich habe es falsch gemacht oder so, sondern das Individualitätsgesetz gilt ja auch für den Homöopathen. Und wir haben ja nie die Chance, an demselben Fall zwei Mittel auszuprobieren. Also außer das erste hat nicht gewirkt. Ne? Gleichzeitig sozusagen, sodass wir natürlich auch nicht wissen können, ob jetzt eine Arznei vielleicht sogar noch bessere Wirkungen oder noch schnellere Wirkungen erreicht hätte als die andere. Genau, ansonsten ist es natürlich immer eine Einladung, wie für mich auch, wenn ich in der Supervision bin und Frau Hughes vorne die Patienten behandelt und ich dann ab und zu da sitze und denke, what? Wie bitte? Dann ist natürlich für uns immer auch eine Einladung zum über die Bücher gehen, die Arzneien vielleicht noch mehr zu studieren. Und dann einfach noch bessere Homöopathen zu werden, weil ich glaube, das ist die beste Antwort und die homöopathischste Antwort auf Skeptiker, Beiträge und all den Schmarrie, ist sicherlich einfach noch bessere Arbeit abzuliefern, in dem Sinne, dass wir noch mehr zufriedene, gesunde, nachhaltig gesunde Patienten betreuen dürfen und ihnen dabei helfen dürfen, ihre Lebenskraft wieder anzuheizen, sodass sie sich nachher selbst heilen können. So, vielen Dank, dass ihr alle mitmacht. Freut mich wirklich sehr und wir legen los. Gestern hatten wir den Fall mit der Brustentzündung. Dieser Frau habe ich Konium gegeben. Ein Mittel, was ihr unbedingt mal nachschlagen solltet, falls ihr es noch nicht kennt. Das ist wirklich ein hervorragendes Mittel bei Brustentzündung und wirklich auch ein sehr häufiges. Grundsätzlich ist Brustentzündung etwas, was immer auch eine professionelle Betreuung braucht, also auch nichts unbedingt, was man da selber irgendwie rumdoktern sollte. Aber Konium ist schon ziemlich häufig indiziert und ist ein Mittel auch, was mich eigentlich nie, wenn es dann indiziert ist, im Stich lässt. Also kann mich an keinen Fall erinnern, wo ich mit Brustentzündungen das Mittel gegeben habe, wenn es indiziert war und es nicht funktioniert hätte. Das ist also wirklich eine sichere Verschreibung. Es gibt ja einige so sehr sichere Verschreibungen. Arconium gehört auch da aus meiner Sicht unter die Top 10 bei dem Thema. Ne? Natürlich gibt es dort wieder auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, wenn man im Repertorium guckt oder unter Brustentzündung. Ich meine, da steht da sehr, sehr viele Arzneien drin. Alle Mittel mit Drüsenbezug sind da drin. Also es ist sicherlich nicht, wie immer in der Homöopathie, das einzige Mittel. Aber falls kein anderes besser passt, deckt das einfach die Lokalsymptome von so einer Brustentzündung extrem gut ab. Ich habe ihr Konium gegeben, mehrmals am Tag aus der Hausapotheke in C30. Und sie hatte am nächsten Tag eine massive Besserung. Interessanterweise bei dem Fall eine einseitige Verbesserung. Also links ist viel schneller besser geworden als rechts. Und rechts, die rechte Brust erst am nächsten Tag viel besser. In der Nacht hatte sie aber schon viel weniger Schmerzen. Und der Fall ist dann noch ein bisschen weitergegangen, weil nach einer Weile die Milch nicht zurückgekehrt ist. Also die Brustentzündung war gut, ne, alles war tiptop. Aber sozusagen das, was über die Brustentzündung gewesen ist, dass sie plötzlich weniger Milch hatte, das war auch noch länger so. Und dann, ich habe das früher mal ausprobiert. Es gibt ja so diese Rubriken auch, mangelnde Milchfluss und so und Alpha-Alpha und was man nicht alles machen kann. Ich habe das ein paar Mal probiert und bin da immer enttäuscht worden. Da scheine ich irgendwas falsch zu machen. Aber egal, was ich da verschrieben habe, irgendwelche Milchmittel, ne, Lactefloratum oder solche Sachen, habe ich nie geschafft, die Milch wieder hinzubringen, in Anführungsstrichen. Sondern da habe ich dann immer, wie auch jetzt in dem Fall,
bin ich gegangen Richtung eher konstitutioneller Zustand und habe ihr dann später, oh, Moment, wo ist die Karte? Genau, Natrium Muriaticum gegeben und das war ein Bombenerfolg. Na, ist jetzt überhaupt kein unbedingt ein Lokalmittel für das, aber da hat sich das Gemüt verbessert, Stimmung wieder viel besser, Energie, Appetit ist zurückgekommen und die Milch. Also, Idee auf Natrium bin ich gekommen, sage ich jetzt nicht ausführlich, weil der Fall sehr komplex ist, sonst. Aber auf die Idee bin ich gekommen wegen rechter Seite und das ganze Thema von der Frau. Genau. So, jetzt haben wir aber schon viel geschwätzt dafür, dass ich noch nicht mal den neuen Fall erzählt habe. Aber der neue Fall geht wieder um Schwangerschaft und hat relativ wenig Symptome. So, let's go. Ich erzähle ein bisschen vorweg. Die Schwangerschaft ist sehr, sehr gut verlaufen. Und wie das dann so ist, gegen Ende kommen dann aus meiner Sicht immer viel zu viele Leute und machen viel zu viel Stress. Ne? Manchmal ist es die Schwiegermutter, manchmal ist es der Mann, manchmal ist es die beste Freundin. Manchmal oder ziemlich häufig sind es allerdings auch gerade, sage ich mal, Spitäler mit ihren Geburtsabteilungen, die dann da schon Wochen vorher, ja, aber wenn das dann nicht kommt und wenn das Kind dann sich nicht dreht, dann müssen wir aber den Ding einleiten, ne? Und die Frau kommt in so eine Erwartungsspannung 4 Wochen vor Geburt. Wer den Friedrich Graf kennt, weiß, das ist das Schlimmste, was man machen kann, ne? Frau vor Geburt irgendwie eine Art von Denkaufgabe zu geben. Ne? Aber da wäre sicher mal eine eigene Podcast-Folge zu dem Thema, wenn nicht schlecht. Haben wir, glaube ich, auch schon, aber es ist schon so lange her, könnte ich mal wieder machen. Schwangerschaft, Geburt, so ein wichtiges Thema. Da ist die ganze Geburtsvorbereitung, auch bei den Hebammen, nichts gegen euch Hebammen, ihr macht fantastische Arbeit. Aber die Feedbacks, die ich immer wieder bekomme von den Frauen, ist, dass da immer noch zu viel männliche Energie drin ist von wir müssen jetzt so und wir machen jetzt links und wir machen jetzt rechts und dann geht es rum und dann, wenn es nicht geht, dann müssen wir einleiten und so. Also diese ganze kognitive Stress, was angeblich alles für Eventualitäten dann kommen könnten, wenn, ne? Und deshalb braucht es aus meiner Sicht bei meinen Patienten auch immer sehr, sehr viel Beruhigung auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber oft Arzneien, die so diesen Stress nehmen, also so Mittelfolge von Erwartungsspannung. Gibt da auch eine Rubrik, die etwas größer ist, ne? Erwartungssituation. Sie hat Gelsemium bekommen in der Phase von Erwartungsspannung. Das hat sehr, sehr gut geholfen. Und dann ist sie 2 Wochen später aber in einen anderen Zustand übergegangen. Und den möchte ich euch gerne erzählen, weil das um eine Verhinderung von Einleitung gegangen ist. Also es war so kurz vor, ne, Spital stand schon parat mit all ihren, ich weiß nicht was, Hormonen. Ne? Und ich habe ihr noch gesagt, sie können Stress machen. Entweder geht es jetzt mit der Homöopathie und sonst werden wir das tiptop auch begleiten können. Da einleiten, soll ich keine Sorgen machen. Also immer da deeskalierend reden. Und eine der Symptome war, dass sie diese Art von Beruhigung sehr, sehr gut angenommen hat. Das hat ihr mega gut getan. Sie hat gesagt, es hat auch geändert. Bei Gersemium war sie schlapp und hat viel rumgelegen. Und jetzt ist sie eher so ein bisschen unruhig, muss sich immer wieder bewegen, gern auch rausbewegen, mit dem Hund ein bisschen laufen. Und was für sie sehr auffällig war, ist, sie ist gerne in Gesellschaft gewesen. Das ist sonst nicht so. Normalerweise mit Problemen zieht sich eher zurück. Jetzt aktuell tut es ihr sehr gut, ist, wenn sie in Gesellschaft ist. Genau, also wir haben zusammenfassend, ne, Zustand vor Einleitung. Wir haben leider keine Symptome, also einen asymptomatischen Fall im Prinzip. Ne. Wir wissen nicht, geht es jetzt los? Braucht es überhaupt was? Und dann behandle ich immer den Gemütszustand. Und der Gemütszustand war aus einem Zustand aus Wechselhaftigkeit, Anspannung, emotional, Sorgen, ne, was man halt so hat, kurz vor Geburt, also auch nichts besonders Krasses. Und eben diese besser in Gesellschaft, besser, wenn man ihr gut zuredet und besser draußen an der frischen Luft bewegen. Ja, ist ein häufiges Mittel, kann ich nur sagen, in der Phase von Einleitung kommt es nur oft. Aber es ist überhaupt ein großes Mittel rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. So, ich denke, die Leute, die sich damit beschäftigt haben, werden schon wissen, wenn sie jetzt schon gehört haben. Ansonsten freue ich mich auch auf eure anderen Vorschläge, das vielleicht nochmal zum Ende zu sagen. Ich gucke auch immer rein, was noch so vorgeschlagen worden ist. Und ab und zu ist es so, dass ich denke, oh ja, das stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht. Und habe es auch schon nachgeschlagen. Also ich lerne auch von euren Mitteltipps. So, vielen Dank für die vielen E-Mails, YouTube-Kommentare und ja. Vielen Dank, dass ihr mit mir den Adventskalender macht. Tschüss!